Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben es Samstag. Es ist Samstag, es ist jetzt gerade gleich 10.30 Uhr. Ich habe soeben die Mädels in der Moschee abgesetzt. Die haben heute da ein kleines Seminar und fahre jetzt ins Krankenhaus. Ich musste gestern den Adem da lassen. Ja, unser Adem, wie ich immer sage, Rekordhalter in Unfällen. Gestern hat er beim Sportunterricht den Basketball ganz schön doll ins Gesicht bekommen. Er hatte auch eine halbe Stunde lang Nasenbluten, so dass ich den auch abholen sollte von der Schule. Und eigentlich ging es ihm ganz gut, aber er hat danach halt angefangen zu brechen und hat, glaube ich, mindestens 7 Mal hat er sich übergeben müssen. Und dann habe ich in der Klinik angerufen, weil ich habe das halt noch so im Kopf. Ne? Man kennt es ja, wenn ein Kind irgendwie eine Kopfverletzung hat oder so, dann sollte man halt nur wachsam sein, falls es irgendwie später ohnmächtig wird oder er bricht. Und da hat er angefangen zu erbrechen und das hatten wir bis heute eigentlich gar nicht, dass sich irgendwie ein Kind nach einem Sturz, ne, das hat mal öfters mal so Kopfverletzungen und so, aber dass sich dann halt jemand übergeben musste danach und da er sich mehrfach übergeben hat, habe ich dann in der Klinik angerufen und sie meinte, ja, ich muss dann halt vorbeikommen. Und dann waren wir gestern gegen 8 Uhr da und bis 1 Uhr nachts war ich da. Und habe ihn dann da gelassen. Es hat natürlich lange gedauert, jetzt auch wegen Corona und so. Die mussten erstmal einen PCR-Test bei ihm machen und so weiter. Auf jeden Fall habe ich ihm gerade jetzt noch ein bisschen was zum Essen geholt, frische Sachen eingepackt und fahre jetzt erstmal ins Krankenhaus und schaue mal, was der Arzt sagt. Also ich glaube, ich kann ihn dann spätestens heute Abend, vielleicht sogar heute Nachmittag, hoffe ich, wieder nach Hause mitnehmen. Und dann muss ich noch einkaufen, ein paar Sachen erledigen. Ja, so sieht's halt aus. Mir geht's auch nicht so besonders. Ich hatte wieder extrem Kopfschmerzen. Ich war jetzt wieder so gestresst und ihr wisst, ich und mein Kieferproblem nachts Kiefer zusammenbeißen. Jetzt habe ich wieder voll die Beschwerden. Genau, eigentlich hätte ich jetzt diese Woche Physio gehabt und genau da hat sie mir abgesagt, weil sie irgendwie krank ist. Ich hoffe jetzt aber nächste Woche, jetzt, ich glaube Dienstag oder so, habe ich wieder welche. Ich hoffe, die findet statt. Ja, weil es ist doof. Mir geht es echt dann immer so kacke, weil es ist alles so, geht auf den Nacken, Kopf und so. Ach, naja gut, ich will jetzt nicht rumheulen. Wir haben auch seit ein paar Tagen kein Internet zu Hause. Unser Vertrag war ausgelaufen und wir haben ein bisschen zu spät den neuen Vertrag, dann jetzt Internetvertrag gemacht. Und der Techniker kommt jetzt erst am Montag. Also wir haben seit Dienstag oder Mittwoch, glaube ich, kein Internet. Ja. Ist gar nicht so schlimm. Also ich finde es auch mal ganz gut. Ich habe übrigens ein bisschen mehr jetzt wieder meine Bücher angefangen zu lesen. Ich habe mein dickes 900 Seiten Buch jetzt dann fast durch. Das ist eigentlich immer ganz gut, weil man dann, ne, mal wegkommt von Netflix und so weiter und dann mal auch ein Buch liest. Aber ja, ich brauche halt Internet, ne? Ich meine hier Instagram, YouTube und so weiter. Miriam musste schon die ganze Zeit zu ihrer Freundin, um das Video zu schneiden. Und morgen muss ich das jetzt noch uploaden. Dann muss ich mal gucken, wo ich morgen gehe, bei wem ich Internet schnorren kann. Ich muss mir auch mal endlich mal einen vernünftigen Handyvertrag machen. Ich laufe halt immer mit Alditalk durch die Gegend mit meinen 3 GB, die ich schon aufgebraucht habe. Von daher, naja, so, ich muss jetzt einmal noch die Miriam anrufen und dann fahren wir zu Adem. Ich hab schon vergessen, die Mauer spielt noch nicht. Jetzt ernsthaft? Jetzt ernsthaft? Nee, ich hab nicht. Achso, was sind das mit so Bildchen drauf? Ja, anscheinend mit Bildchen. Achso, hä, hey, warte mal, da muss ich erstmal. Wie, entweder Bildchen oder Farbe muss es dann sein? Nee, ja. Quatsch. Bildchen oder. Zahn oder Farbe. Ja, das bringt mich jetzt durcheinander, dass das so eine andere Dings hat. Okay, willst du anfangen? Will ich fest? Nee, fang du an. Kranker Fürst. Der Adem ist wieder fit. War zur Beobachtung. Ups. Ich habe nicht hingeguckt. Du hast hingeguckt, egal. Ich habe keine Frage. Und ich wollte nur sagen, wir warten jetzt gerade auf den Entlassungsbrief. Adem darf nach Hause. War ja jetzt nur vorsorglich zur Beobachtung. Kleine Gehirnerschütterung hat der. Ne? Eine Woche kein Sport, ein bisschen aufpassen. Aber sonst. Adem kann nichts umhauen, sagen wir ja mal. Ne? Das ist eine Birne aus Stahl. Ja. Maschallah. Also ja, aber man muss halt 50 Jahre warten im Krankenhaus. Ne? Gestern Abend genauso.
Erstmal bis man ins Zimmer durfte, vorher noch Corona-Test und so weiter. Und jetzt auch, wir warten eigentlich seit 3 Stunden nur auf den Entlassungsbrief. Aber gut, vertreiben uns die Zeit zu zweit und spielen da ein bisschen Uno. Cool. Cool, cool. Sie sagt doch gerade, sieht besser aus. Hier ist dann die vordere Wand, kommt dann die Tür ran. Hier. Eine Scheibe ist zu Bruch gegangen. Das ist die Lüftung. Lüftung, das ist der Lüftungsdings, Belüftungsschacht. Sehr cool. Ich hatte euch ganz vergessen, ein Update zu zeigen. Ich habe endlich geschafft, die Gardinen zu kürzen. Jetzt scheint gerade die Sonne so doll rein. Ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich das euch später zeige, abends oder so, weil es sieht jetzt ein bisschen dunkel aus. Aber ich habe sie jetzt erstmal alle zugezogen. Oh, das hat mich, ich glaube, über 4 Stunden hat das gedauert. Ich habe es alles mit diesen Klebefolie-Sachen gemacht. Aber ich habe es geschafft. Ich habe das so gemacht. Hatte ich jetzt nicht mitgefilmt, aber da ist dieses Klebeband und habe es einfach umgebügelt und dazwischen gesteckt. Dieses Klebeband gibt es auch bei Ikea. Gibt es bestimmt auch, kann man überall bestellen. Die habe ich auch gekürzt, die habe ich ein bisschen länger gelassen. Und aktuell habe ich die jetzt so ein bisschen zugezogen. Aber was halt auch schön aussieht, dass ich die Variante habe, entweder das Ganze so ein bisschen locker zu lassen. So war ja das ursprünglich, jedes so ein bisschen offen und immer so ein bisschen das Fenster einrahmen oder ganz zuzuziehen. Das finde ich ganz gut. Achso, genau, eine hatte ja noch gefehlt letzte Mal. Oh Gott, und ich sehe, ich muss die Fenster putzen. Ja, Frühjahrsputz steht langsam an. Genau, also ob ich das so offen lasse oder ganz zuziehe, da kann ich immer schön rumspielen. Finde ich schön. Oh, ist das, ja, die Sonne scheint gerade echt zu doll rein. Der Rest sieht dunkel aus. Oh, siehst du, jetzt wird's hell. Das ist hier dieser Autofokus. So ist es hell. Sobald ich ans Fenster komme, wird der Rest dunkel. Naja, gut, ich glaube, ihr habt es ein bisschen gesehen. Vielleicht zeige ich es euch nochmal abends. Es ist ja witzig, ne? Kamera und ihre Technik hier. Oh, so sieht's aus. Sobald ich ins Licht komme, wird es dunkel. Naja, gut, ich glaube, ihr könnt es sehen. Ah, ich bin froh, dass ich es endlich hinter mir habe. Jetzt auch noch vor dem Ramadan. Ja, und du guckst, du? Was ist los? Was los, Schnuffi? Sind die Kinder alle in der Schule? Jetzt hast du deine Ruhe zum Chillen, ne? Geh mal. Süßer Schnuppi. Wow. Oh, da wird sich Papa freuen. Ganzer Sack. Wir sind Kartoffeln. Hallo. Wie immer. Na? Hallo. Sie Hallo. Man kann sich nur noch auf den Kopf gucken. No? Atme. Ja. Oi! Oi! Gottchen! Crunch Chips, Toast, Vivoni, Niavaziel, Intensivania. Fast nicht! Crunch Chips, Toast, Detsitsovania! Also ich muss einmal sagen, ich bin in Polen nicht zur Schule gegangen. Ich bin 5 Jahre nach Deutschland gekommen, ja? Also... So, also eh versteht mich ja nur die Polen. Könnt ihr mal sagen, wie schlecht ich lese. To zdecydowanie najbardziej, also najbardziej intensywna i imprezowa przekąsza? Was? Przekąsza? Man denkt, du redest Französisch. Przekąska? Ah, przekąska, ich kenne nicht mal dieses Wort. Guck mal, die versteht selber, was ist das für eine Ding? Ich wusste selber. Chilujesz? Chilujesz? Ah, chilujesz?
Chilujesz, chillen, Chilujesz. So. Das, diese neue polnische Sprache kennen wir nicht. Ja. Chilujesz, na, nie, ze znajomymi. Znajomymi. Was? Znajomymi. 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 Znajomymi, ja. Znajomymi. Wallah, polnische Sprache ist schwere Sprache. Türkisch ist viel einfacher, glaub mir. Produktowane. Z uczyciem wysokiej jakości oleju słonecznikowego, bez konserwatorów i bez glutenu. Chipsy, chran chips, samego chrupiące i pełne smaku. Najlepsze na każdą imprezę. A, guck mal, der letzte habe ich aber gut gelesen. Da habe ich schon verstanden, worum es geht. Jetzt Imprese. Ich mache jetzt einen Taste-Test. Schmacku, very good. Smaczne chipsy. Smaczne? Schmacku? Smakują ci? Schmacku mi? Smakują ci? Smakują ci? Very good. Ale słyszałaś ostatnio dobrze, już na końcu poczytałam. No widzisz, no i buja. To są bio-eier von der Nachbarin. Mamas Nachbarin aus dem Dorf. Für die eigenen Hühner. Also nicht die Packung beachten, das ist von Dings. Aber das sind Bio-Eier naturalne. Na, das ist nicht perfekt. Ja. Natural Bio. Wie sieht der denn aus? Ja. Das sind. Oma hat es selber. Bläh! Oh! Getrockene Pilze. Sieht aber nach Fisch gerochen. Nein, so das sind getrocknete Pilze. So richtig getrockene, wenn du die im. Ganz Kind hat keine Ahnung. Das sind die im Scheiben. Ah, warte. Das müssen wir Taste-Test machen. Ist das das Gleiche? Nein. Musst du aufmachen, gucken, welche dir am besten schmecken. Warte. Die sind so angelegt, ein bisschen mit Essig. Da hast du, kriegst du auch in Penne oder so die Scheiben. Ja. Aber ja, ja. Die sind perfekt. Die schmecken super. Aber warte, wie hast du die eingelegt? Mit Essig? Nein, da machte man verschiedene Gewürze. Muss ich da, aber auf jeden Fall kommt ein bisschen Essig, dass ja. Die Soße kommt. Also das ist dieses, wie auch bei Kimchi und so, Medium. Ne? Also das ist dieses. Ja, es ist ja eingelegt alles, aber es ist halt nochmal dieses nicht mit Essig und so, das ist selber nochmal diese Gerd und so und das ist halt immer, oh, lecker polnische Gurken. Rana, kriegst du Gurkensuppe? So, aber die will ich gleich mal probieren, wir machen Taste-Test. Lass mal die Füße an. Oh, warte. So, nee. Du gibst nee, noch nee, aus. Nee. Ich mache das anders. Komm. Ja? Warte. So kriegt man dich. Nee. Komm. Musst du mit dem Messer kurz was machen? Hier, geh. Hotsch. Hotsch, geht's. Immer wenn meine Mutter da ist, da meine Zunge vermischt sich. Ich weiß nicht, ob ich. Siehst du, ja. Hat Klick gemacht. Klick gemacht. Ob ich türkisch, polnisch oder was? Jetzt haben wir Sache. Riecht wie polnische Dings, die wascht. Aber die sind wirklich perfekt. Musst dann eine Scheibe probieren. Ich muss nächstes Jahr. Oh, die sind weich. Hast du die vorher gekocht oder ist das? Nein. Das ist Vitaminenbombe. Und die habe ich auch als Probe jetzt gemacht. Müssen wir gucken, muss ich mehr machen. Die sind wieder. Doch, lecker. Anders. Lecker. Ich will auch probieren. Die sind anders. Die sind in Würfel und sind härter. Aber dieser Saft, was ist entstanden, das ist angeblich das Beste. Ja, das muss man trinken. Ja. Gut wie Blut. Ja, kann ich aber holen über Topfe. Nee, ich sage dir was. Ja, sag mir was. Die würden so schön hängen. Und da sind diese Dinger. Ah, guck, das machst du so, also die war das ist schön. So,
aber Übertopf mit so einem Rand, dass das hält. Weil so kannst du nicht, weil da tropft dir alles. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Ah, das ist aber schön. Sieht richtig schön. Jetzt ja. Ist modern, diese Pflanze. Ja, schön. Nee, das ist schönes Gold, nicht so dieses ganz tolle Gold-Gold. Mhm. Ne? Oh, da finde ich auf jeden Fall. Das Gute ist, weil ich muss immer aufpassen bei echten Pflanzen. Ich liebe ja viele Pflanzen, aber unsere Katzen, wer Katzen hat, der weiß das, knabbern gerne an Pflanzen. Deswegen muss ich immer aufpassen, dass ich alles in Höhe habe oder wo sie halt nicht rankommen. Deswegen ist das echt gut. Versuche ich immer schöne Plätze. Brauchen die viel Licht? Die brauchen gar nichts. Die brauchen gar nichts. Auch gut. Das ist dann gute Pflanze für mich, wenn die gar nichts braucht. Na, guck mal, schöne Plätze. Schöne und zwei Plätze, am besten auf eine. Guck ich mal gleich, welche Töpfe so passen, damit ich dann die passenden habe. Und dann hier so rein, schön. Und dann so an die Wand. Ja. Cool. Dankeschön, Mami Luzi. Also, dass die Kinder probieren. Oi. Oh, ist kaputt. Ja. Kaputt doch. Warte. Wie groß willst du sein? Ne? Gerne. Mamis Sesimniako. 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 Kami Sesimniako. Privijado dian. Senator Leli Miskidinak. Mami. Misana Nanka bis Bravo. Was ist das für eine Sprache, ey? Kamis Tortilla Zimniaziana Skladnikni Jeblu Prognona Vepiorka Oleju. Darf ich mal gesehen? Призёгнивани, готовняни, порчни, позион друзнёски. Джабуле, почмазня, олею, додя, нимзияки, смаз, цейн минуте, виздуз. Виздуз. Окей, алес кла. Виздуз. Томай. So, wenn ihr den Vlog letztens geguckt habt, den mit der Schatzkammer, wie hieß der? Entrümpelung oder so? Nee, irgendwas mit Schatzkammer meines Mannes auf jeden Fall. Habt ihr dann gesehen, dass ich diesen Spiegel da geholt habe. Ich habe den jetzt geputzt. Der hat zwar so ein paar Macken, aber ich finde das ganz gut, weil das hat ja dieses alte Optik. Und ich hatte den hier habe ich ja hier dran. Und hab, als ich den gesehen habe, dachte ich, ah, der wird hier bestimmt besser aussehen. Deswegen mache ich den jetzt hier ran, statt diesen kleinen hier. Dann gucken wir mal, wo wir den hin machen. Vielleicht müssen wir ein anderes schönes Plätzchen. Aber ich glaube, den Nagel können wir auch so lassen. Zeig mal hier. Müsste passen. Ah, perfekt. Ah, sag mal nicht. Das sieht viel besser aus. Viel, viel besser. Ne? Der war zu mickrig, der andere davor. Ja, mal hier immer kurz vorm Rausgehen. Jetzt ziehe ich immer meine Brille an. Maske an. So. Schön. Ja, gefällt mir besser. Ne? Ja, viel, viel besser. Besser als der hier. Meine Lieben, ich bin gar nicht dazu gekommen, ein bisschen mit euch zu quatschen. Habe ich gemerkt. Ich habe lange nicht so ein bisschen gequatscht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Es ist ja jetzt die letzte Woche vor Ramadan, vor unserem Fastenmonat. Der beginnt ja dann... Warte mal, wenn ihr das Video seht, dann hat er begonnen. Heute ist ja Samstag, ihr kriegt das Video nächsten Sonntag. Heute haben wir das Video gefilmt, was ihr hoffentlich schon gesehen habt. Wir haben heute das Wohnzimmer dekoriert und ein bisschen für den Fastenmonat geschmückt, um ein bisschen in Stimmung zu kommen. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, dann schaut gerne vorbei. Ich kann es euch nochmal in die Infobox verlinken. Und ja, was ich jetzt noch die Woche... machen möchte vor dem Fastenmonat, ist eigentlich, also was ich so mache, wir bereiten uns jetzt nicht so extrem vor. Also es gibt viele, die dann halt wirklich so viele Sachen vorkochen, so gerade so aufwendige Sachen, sowas wie Mante, also diese türkischen Teigtaschen oder İçli-Köfte, das sind auch so gefüllte aus Bulgur, solche Dinger mit Hackfleisch und so. Also es gibt vieles, was viele oft so vorbereiten. Ich hatte jetzt nicht so die Zeit, weil
Ich mache es auch nicht, weil ich habe eigentlich im Ramadan immer genug Zeit zum Kochen. Ich nehme mir immer die Zeit, in Ruhe alles vorher vorzubereiten. Ich werde euch auch so ein bisschen mitnehmen. Also es wird eher so, ja, so ein bisschen eher inspirationslastig, was Essen angeht. Ich hatte auch schon im letzten Video eben gesagt, ich ziehe mich eigentlich im Ramadan so ein bisschen zurück, denn der Monat ist ja ein bisschen spiritueller und ein bisschen, ne, man soll, geht da ein bisschen mehr in sich und ist halt im Fastenmodus. Sie kommt so rein. Ja, deswegen mache ich da halt Social Media mäßig nicht so viel, aber ich will euch trotzdem einmal so einen Einblick, huch, muss ich mal umsetzen hier, einmal möchte ich euch so einen Einblick abfüllen, wie denn so ein Tag im Ramadan bei uns aussieht, so ein Fastentag. Ich denke, das ist für viele auch ja interessant hier. Und ansonsten werde ich euch eher so eine Inspo, was das Kochen angeht, weil das ist halt nicht so aufwendig zu filmen und zu schneiden. Von daher werden wir das auf jeden Fall machen. Was ich nur halt jetzt mache, so nochmal die letzte Woche vor dem Ramadan, ist so ein bisschen vorbereiten. Also ernährungstechnisch mache ich eigentlich, muss ich mich nur vorbereiten, indem ich meinen Kaffeekonsum runterschraube. Weil das ist das Einzige, ich kriege halt meistens in den ersten 2 bis höchstens 3 Tagen etwas Kopfschmerzen. Und das liegt einfach am Koffeinentzug, weil ich halt ja Kaffeetrinkerin bin. Und ich trinke so eigentlich meistens immer 2 Tassen Kaffee am Tag, manchmal auch 3. Ich schraube dann den Kaffeekonsum dann auf 1 Tasse runter morgens. Dann ist es ganz gut, weil das ist meine einzige Entzugserscheinung, die dann in den ersten 2-3 Tagen auftreten kann. Ansonsten ist für mich Fasten kein Problem. Wer mich kennt, weiß, ich frühstücke um meistens um frühestens 14, zwischen 14 und 16 Uhr. Also meine Ernährung ist so, sowieso irgendwie wie Intervallfasten, weil ich bin halt seit der Geburt der Sechslinge immer so eine sehr, sehr späte Esserin. Von daher ist das für mich eh immer kein Problem. Und genau. Achso, und das Einzige, was ich noch mache, ist ein bisschen aufräumen. Also ich habe jetzt nicht wirklich Frühjahrsputz gemacht. Ich glaube, den mache ich danach. Hätte ich machen können, aber ich habe echt nicht unbedingt die Zeit, aber nicht so die moralische Kraft gehabt, um was zu machen hier zu Hause. Meine Wäsche stapelt sich. Ich werde noch ein bisschen versuchen, ein bisschen die Wäsche in den Griff zu bekommen. Und das Einzige, was ich mache, ist ein bisschen die Küche ein bisschen ordentlicher. Ich muss die ein bisschen intensiver putzen. Also ich muss den Backofen reinigen, den ich schon seit, ich glaube, 1-2 Monaten sauber machen will. Und dann bisschen die Gewürzschubladen ein bisschen sauber machen. Da wollte ich nämlich die ganze Zeit, ich habe vor 1-2 Monaten schon solche neuen Sticker gekauft. Machen wir gemeinsam so ein bisschen putzen. Und das war's eigentlich. Mehr mache ich dann nicht. Ja, genau. Aber ich nehme euch da jetzt nochmal eh mit. Wollte ich sonst noch irgendwas quatschen? Ich war letzte Woche, genau, war ich das erste Mal seit sehr vielen Jahren. Ich war schon mal bei ihr, bei einer, sie ist eine Psychotherapeutin, ich glaube, nennt sich so Psychotherapeutin, Familientherapeutin und so weiter. Sie hat mehrere Titel, auf jeden Fall ist das eine private Therapeutin. Also eine Stunde 60 Euro ist dann immer so. Jetzt habe ich jetzt am Dienstag, glaube ich, eine Doppelsitzung bei ihr. Mal gucken, weil danach ist sie im Ramadan jetzt auch erstmal nicht da. Mal gucken, ich glaube, ich habe es so ein bisschen nötig, nicht da so ein bisschen, ihr wisst, ne, ich und mein Kiefer und Stress und mir ging es halt die letzte Woche auch wieder nicht so besonders und das ist eigentlich so nicht so gut. Deswegen nehme ich das in Angriff, weil sonst komme ich mit meinem Kiefer auch nicht klar. Ich war jetzt letztens auch wieder bei der Physio. Es hilft ganz gut, aber es ist halt, ne, also es wird mich nicht vor den Symptomen retten. Es kann mich, also die Physio tut mir ja in dem Moment ganz gut, weil sie die Spannung und so weiter löst, indem sie das Ganze massiert und durchknetet, aber ich muss halt das Problem tiefer angehen und das mache ich auch. Dann nochmal natürlich dann eher dann nach dem Ramadan intensiver. Und genau, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr unbedingt, wo ihr sagt, so, nee, im Ramadan, du musst das unbedingt, wir wollen das und das sehen. Schreibt es mir gerne, ich werde schauen, wie gesagt, was ich umsetzen kann. Also es werden eigentlich keine so klassischen Vlogs sein, weil wie gesagt, ich nutze die Zeit halt wirklich so ein bisschen intensiver für die Religion, aber
Ich möchte euch einmal halt so einen Einblick in unseren Tagesablauf auf jeden Fall geben. Danach bekommt ihr auch unseren, die Feiertage. Das wird dann natürlich gevloggt. Genau, ansonsten halt schreibt gerne in die Kommentare, was euch so interessiert, was ihr sagt. Gerne her. Ansonsten wird es eher kochinspirationslastig dann die nächsten Wochen. Ich habe 7 Minuten gequatscht. Freut sich ja schon, Media. Na, Mann, so lange, was hat das? Sie schimpft dann immer. Ja, so ist es halt. Wurde Orson gehänselt wegen seines riesigen Schädels. Je größer sein Kopf wurde, desto größer wurde auch sein Gehirn. Und ihm wurde klar, dass das seine größte Stärke ist. Allmählich glaubte er, dass er allen anderen überlegen ist. Ich habe ihm versucht zu zeigen. Also jetzt kommt ein Rap von Paul. Hey, mein Name ist Paul und ich bin faul. Ich lebe im Wald und mir ist kalt. Ich brauche etwas Wärme, doch. War das doch gut? Egal, mach nochmal. Warte, mach mal. Hast du den Text vergessen? Ja. Muss ich mal wieder? Da guckt die richtig an. Da guckt die richtig wie Paul. Mike Busser, wie hast du denn gerade geguckt? Mach mal nochmal so. Hä? Macht Spaß? Ja. Ja? Du hast doch eine harte Arbeit. Was? Kriegst du Muskeln. Ich wollte ein Update vom Gewächshaus machen. Also es steht, was fehlt ist hier, achso, genau, habe ich gar nicht gezeigt, die Tür ist schon dran. Da fehlt noch ein Abschluss. Und dann kommt hier noch der Boden rein. Da kommen Dielen rein. Das ist jetzt erstmal provisorisch. Und dann kommt noch das Dach. Und hier hat er, der hatte das da. Er hat halt alles da. Ist halt alles von irgendwelchen Sachen, die er entrümpelt hat. Von irgendwas, keine Ahnung, von was die Glasplatten waren. Von irgendeinem Regalsystem oder whatever. Auf jeden Fall kommen die hier. Und ich glaube hier oben auch. Genau hier auch. Hier oben auch. Da steht schon eine Vase. Und hier kann man dann schön arbeiten und die ganzen Töpfe mit den Setzlingen und so weiter hinstellen. Und hat hier schön viel Platz. Cool. Cool, 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 cool. Eine hatte geschrieben, ob hier nicht so dunkel ist wegen den Tannen, aber nein, auf der Seite, ich kann es da nicht so viel zeigen, also von der Seite da geht die Sonne auf, das heißt von hier kommt die Sonne rein, sehr viele Stunden und dann kommt sie auch schon relativ schnell hier rüber und dann nochmal von der Seite, also jetzt aktuell ist das die Abendsonne, die hier auch reinscheint, also hier kommt halt sehr viel Sonne rein, also es ist ein sehr guter Platz hier, trotz dass da die Tannen sind, das stört mich, es waren nur zwei Tannen. Deswegen ist es schön hell hier. Bin mal gespannt. Ja? Willst du mal fahren? Nee, danke. Ich möchte mir nichts brechen. Mhm.
Unser, was für ein Baum war das? Mirabellen. Mirabellen, ne? Mirabellenbaum blüht gerade. Aber wir haben dieses Jahr wieder mehr Früchte. Sieht gerade richtig schön aus mit dem Dings. Das Kind fragt, wohin damit? Ja, hier drauf. Den Backofen sauber. Also das ist so dreckig war mein Backofen noch nie. Ja, nochmal so Info am Rande. Ich wollte euch mal zeigen, falls ihr den Trick nicht kennt, ich habe den auch so spät erst mitbekommen durch Instagram oder was das war, wie man diese Türen abmachen kann, weil dann ist es viel einfacher, den Backofen sauber zu machen. Ihr müsst natürlich gucken, jede Backofentür ist ein bisschen anders. Aber hier mache ich einfach nur dieses Teil hier hoch. Hier und auf der anderen Seite auch. So, und dann einfach die Backofen ein bisschen nach oben. Hallo? Ach so, ja. Huch, da seht ihr, und schon ist sie ab. Und die kann ich nämlich hier schön sauber machen. Weil ich lege mal dann was drunter, damit die gerade ist, damit die ganze Suppe nicht runterläuft. Letztes Mal habe ich auch schon komplett die Scheiben auch ausgebaut, um drinnen sauber zu machen, weil da ist natürlich, kommt auch so nach einer Zeit Staub. Aber da drinnen ist die jetzt nicht so dreckig, deswegen lasse ich das. Ich mache das nur von hier außen sauber. Ansonsten kann man auch eben die ganzen Scheiben ausbauen. Das war jetzt auch nicht so schwierig. Da muss man hier zwei Schrauben abmachen. Aber das lassen wir heute. Ich mache jetzt den, hier auch dieser Rand und so. Gut, sprühe ich jetzt erstmal ein, lasse das einwirken. So, ich habe jetzt hier so einen Backofenreiniger. Der ist ganz gut. Und sprühe den jetzt einfach erstmal hier ein und lasse das dann schön einwirken. Nämlich einen sauberen Backofen vor Ramadan. So, dann habe ich hier ja mein, das lassen wir jetzt erstmal einwirken, dann habe ich hier meinen kleinen, das ist eigentlich eine Mikrowelle mit Backfunktion, aber die Mikrowelle funktioniert nicht, aber das benutzen wir auch zum Backen. Das ist ganz gut. Man meistens Aufbackbrötchen, wie man sieht, die ganzen Krümel. Da muss ich jetzt nicht so den Reiniger, da mache ich einfach mit bisschen mit Essig, mit meiner Essigmischung einsprühen und mache den ein bisschen sauber. Da sind ja nur Krümel. Das ist nicht so viel Arbeit. Das mache ich gleich. Aber vorher muss ich die ganzen Bleche auch noch einsprühen. So, man sieht schon nach 2-3 Minuten, wie sich der Dreck löst. Übrigens, mein Backofen ist 13 Jahre alt. Nur mal so eine Info am Rande, dass ihr so eine Vorstellung habt. In der Zeit, wo das jetzt schön einweicht und der Dreck sich löst, mache ich mal endlich meine Gewürzschublade.
die hier, die hat echt mal ein bisschen Reinigung nötig. Und ich hatte auch neue Sticker geholt. Zeig euch mal hier, ich sehe es schon, ne? Das ist also, ich muss ja auch aufräumen, diese Sachen auffüllen. Ja. Hier die Sachen, also siehst du, Mama hat mir aus Polen meine zwei Gewürze, einmal das, was steht denn da? Ja, da habe ich aus Köftegewürz Kartoffelgewürz gemacht. Genau, aber neue Sticker und die füllen wir auch auf und machen hier die bisschen sauber. Weil seht ihr, die Sticker waren nicht gut, weil die war ja so waren, die sind nicht wasserfest. Das heißt, wenn ich dann halt mit dem Lappen hier mal rüber gewischt habe, ist der ab. Ich habe mir die hier bestellt. Die sind nämlich wasserfest, also die sind so plastikmäßig. Ich hoffe, ich finde für alles was. Müsste eigentlich alles dabei sein, mal gucken. Was dabei ist, klebe ich auf. Alles andere muss ich mal gucken, dass ich vielleicht noch was dazu bestelle. Aber ich glaube, man kann auch selber beschriften. Ah ja. Ah, cool. Okay, doch, dann waren welche dabei. Nee, weil es gab auch welche, wo komplett waren zum selber beschriften. Da haben sich hier nur drei hingemacht. Da brauchen wir. Ich habe jetzt für alles einen Sticker gefunden, außer für Sumac. Da muss ich mir noch einen weißen Edding besorgen, dann kann ich das hier selber draufschreiben und Gemüsebrühe. Aber ich sehe das. Das kann ich erkennen. Das ist ja manchmal eher so mit Paprika oder weiß ich was. Oder hier ist eigentlich Ras El Hanout. Ich habe jetzt Harissa genommen. Egal, ich weiß ja, was das ist. Das ist Himalaya-Salz, kein Meersalz, aber gut. Ich weiß es ja. Hauptsache, sieht jetzt ein bisschen schöner aus. Das räume ich jetzt ein. Und dann ist das hier ordentlich und... Diese Schublade muss ich eigentlich auch noch machen. Hier habe ich ja so längliche Dosen. Da ist mehr so Müsli, Porridge, Cornflakes, Lasagneblätter. Hier muss ich auch noch mal ordnen und meine Öle. Und hier habe ich auch noch sowas wie Chiasamen, Propolis, ein bisschen Nüsse, Popcorn. Was habe ich hier noch? Kümmelnelken, die ist auch schmutzig. Muss ich auch noch ein bisschen sauber machen. Leinsamen, Panko-Mehl. Ja, aber das mache ich ein andermal. Es wird jetzt zu viel, weil... Jetzt auch langsam noch den Backofen putzen. Jetzt sieht so aus. Hat sich, glaube ich, gut gelöst. Alles das noch schrubben.
hier nur zwei Schrauben lösen. So, und dann kann ich das nämlich doch sauber machen. Weil es innen doch nicht sauber ist und beziehungsweise mir ist dieses Mittel mit reingelaufen. Warte mal. Das habe ich falsch rummontiert. Die Scheibe muss so rum. Ach, wen juckt's? Ich gucke ja eh nicht da drauf. Wa? Stört das irgendwie? Nee. Sieht doch so aus. War da dieser schwarze Rand? Ja. Ah, egal. Mach ich nächste Mal richtig rum. Ja, wenn man normalerweise hier rauf guckt und dann sieht man ja hier diese ganzen Sachen. Und das IKEA ist auch falsch. Also hier war das IKEA dann. Naja, egal. Hauptsache sauber.